Bei der 19. Bad Krozinger Gesundheitsmesse im Kurhaus präsentierten sich am 15. und 16. Oktober rund 80 Aussteller aus der Region. Darunter Krankenhäuser und verschiedene weitere Anbieter rund um die Gesundheit, wie Sanitätsfachgeschäfte, Optiker und mehr. Im Vortragsprogramm sprachen 21 Referenten über gesundheitsspezifische Themen, von 3D-Röntgen über Wohnraummedizin bis hin zu Venenleiden. Dabei stand nicht nur die Vermittlung von Informationen im Vordergrund. Von großem Nutzwert für die Besucher waren auch die zahlreichen kostenlosen Gesundheitstests. Projektleiterin Ina Fuchs: Auf der Bad Krozinger Gesundheitsmesse gibt es immer viele aktive Angebote. Gesundheitstests sind da eine ganz wichtige Säule, damit das Angebot Gesundheitsmesse für die Besucher weiterhin so attraktiv bleibt. Allein im Gesundheitstrakt der Helios-Kliniken können Sie 3 Gesundheitsuntersuchungen durchführen: Blutzucker, Blutdruck und der Body Mass Index, also eine Fettmessung, kann bestimmt werden. Und weitere Tests im ganzen Haus machen die Angebote, die Ausstellung für die Besucher interessant und attraktiv. Die Resonanz auf die 2-tägige Messe war sehr positiv, bestätigte Ina Fuchs. Und das, obwohl der Messetermin verschoben werden musste. Wir mussten ja wegen des Papstbesuches in Freiburg leider um 3 Wochen nach hinten verschieben diesen Jahr. Und auch das Wetter hat mitgespielt. Also sind wir mit den Besucherzahlen wie immer sehr zufrieden. Die Gesundheitsmesse wird am letzten Septemberwochenende 2012 wieder mit einem bunten Angebot locken. Und auch die bewährten Gesundheitstests sind dann wieder mit dabei.